Diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so unschöne Flecken bzw. diese schwarzen Streifen aus der Keramik ganz einfach selber entfernen könnt. Dieses Produkt heißt Schleiffix und ist ganz einfach zu gebrauchen. Man kann es ein bisschen nass machen, damit es viel einfacher wird zum Reinigen. Jetzt geht man einfach auf die Flecken und schrubbt sie weg. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit, aber am Ende werdet ihr sehen, die ganzen Flecken verschwinden, also diese ganzen Streifen, schwarze Streifen verschwinden. Das geht ganz, ganz einfach. Man muss dieses Produkt auch nicht nass machen, aber wenn man es nass macht, macht es weniger schmutzig. Jetzt kann man schon sehen, wenn ich jetzt ein bisschen reinige, die Flecken sind wirklich weg. Und wenn sie noch bestehen, geht man nochmal drüber und wischt es einfach mit diesem Schwamm weg. Jetzt werdet ihr an diesem sehen. Wie immer unter dem Video mache ich euch einen Link mit dem Produkt und wer will, kann sich das anschauen bzw. kaufen. Man kann dieses Produkt auch an der Badewanne, an Holz und überhaupt auch auf Metall an sehr vielen Oberflächen benutzen und es reinigt wirklich sehr gut. Jetzt seht ihr da, ganz wenig sieht man noch. Jetzt gehe ich noch ein wenig drüber, bis der ganze Fleck weg ist. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt ist perfekt sauber. An diesem Waschbecken habe ich wirklich an vielen Stellen diese kleinen Unreinheiten bzw. Kratzer. Aber ich kriege sie wirklich alle weg mit diesem Produkt. Hier habe ich auch noch zwei. Und wie gesagt, man muss einfach ein bisschen einarbeiten mit diesem Produkt, das eigentlich Schleiffix heißt. Man schleift quasi diese Unreinheiten weg. Und am Ende hat man eine saubere Keramik. Oder wie vorhin gesagt, Dusche oder Badewanne. Vielleicht fällt ja aber etwas in die Badewanne und da gibt es diese Flecken. Auch nur vom Schlauch von der Brause kann das passieren. Die meisten Flecken entstehen eigentlich, wenn irgendwas, wo aus Metall ist, an den Waschbecken kommt bzw. an die Badewanne. Aber wie gesagt, mit diesem Produkt kriegt ihr das ohne Probleme weg. Hier muss ich etwas mehr nacharbeiten, aber man kriegt auch das sauber. So, jetzt sieht man, es ist kein Flecken mehr da. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kurzen Video weiterhelfen kann. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal, um keines von den neuen Videos zu verpassen.